Schöne Grüße aus der Genusszone. Wir machen heute Paprika-Tomatenhühnchen mit gebratenen mediterranen Kartoffeln und Romanesco-Gemüse. Dafür habe ich hier mehr als sonst vorbereitet, und zwar geschnittenen und gehackten Knoblauch, Schmierkäse, Tomatenmark, passierte Tomaten, Sahne und Wasser, 3 Hühnerbrüste, Gewürze mit Oregano, Muskatnuss, Paprika, Salz und Pfeffer, Paprika, Romanesco-Gemüse, geschnittenen Lauch, Mais und Kartoffeln. So, wir fangen an, die Kartoffeln, wie man es kennt, zu kochen. Während die Kartoffeln kochen, fangen wir an mit der Soße. Dafür nehme ich ein bisschen Butter und schmelze die in einen Topf. Und tue hier in Würfel geschnittene Paprika dazu. Das Ganze lassen wir kurz anschwitzen. So, nach 3 bis 4 Minuten, wenn die anfangen Farbe zu nehmen, geben wir Tomatenmark dazu. Und den gehackten Knoblauch. Gut durchrühren und dann mit dem Wasser ablöschen. So, das hat jetzt kurz geköchelt und jetzt geben wir die passierten Tomaten dazu und die Sahne. Das lassen wir jetzt kochen, bis die Paprika schön weich ist. Jetzt ist die Paprika schön weich gekocht und jetzt können wir das Ganze durchpürieren. Also nehmen wir es von der Flamme. Und püriere das Ganze. Und jetzt kommt das Ganze durch ein Sieb. Da geben wir schön mit dem Löffel durch, so dass hinterher nur noch die Paprika-Überreste überbleiben. Wenn nur noch die trockene Paprika über ist, dann kann sie weg. So, jetzt stellen wir das Ganze nochmal kurz auf den Herd. Und dann kommt der Schmierkäse dazu. Wenn die Soße dann durch den Schmierkäse ein bisschen zu fest ist, zu dick ist, dann können wir noch einen Schuss Wasser dazu geben. Mal aufkochen lassen. So, wenn der Schmierkäse geschmolzen ist, würzen wir das Ganze mit Pfeffer Salz und ein bisschen Zucker. Als nächstes machen wir ein bisschen Öl in die Pfanne und machen dort Lauch und den Mais rein. Das Ganze braten wir kurz an. Wenn das Lauchgemüse schön zusammengefallen ist, würzen wir das mit Salz, Pfeffer. Und machen dann etwa die Hälfte davon in die Kokotte.
Dann tun wir das Hühnchen da drauf. Und übergießen das mit der Soße. Das restliche Gemüse geben wir dann auch noch da drauf. Das Ganze kommt jetzt bei 180 Grad etwa eine halbe Stunde in den Backofen. Und als nächstes kümmern wir uns wieder um die Kartoffeln. Jetzt kümmern wir uns um die Kartoffeln. Dafür mache ich ein bisschen Öl in die Pfanne. Und tue die Kartoffeln da rein. Jetzt gebe ich den Kartoffeln ein bisschen braune Farbe und dann würzen wir. Jetzt würzen wir die Kartoffeln und geben dafür die Knoblauchscheiben dazu. Machen da Salz dran. Pfeffer. Und Paprika. Ganz zum Schluss geben wir dann noch Oregano dazu. So, jetzt zum Schluss, wenn der Knoblauch schön braun gebraten ist, geben wir noch Oregano dazu. Mal durchschwenken. Dann kommt das zu den Hühnchen in den Backofen. So, während die Kartoffeln eben gebraten haben, habe ich einen Topf mit Wasser aufgestellt. Und weil das jetzt gleich kocht, tue ich das Gemüse da rein und gare das bissfest. Der Romanesco ist jetzt bissfest gegart. Das erkenne ich daran, dass ich mit dem Fingernagel in den Stiel reinkneifen kann. Jetzt tun wir ein bisschen Butter in die Pfanne und lassen das schmelzen. Geben dann den Romanesco dazu. Den Romanesco würzen wir jetzt mit ein bisschen Muskat. Und Salz. So, nach kurzem Anspitzen ist der Romanesco fertig und kann nun eine Kokotte gegeben werden. Jetzt ist auch eine halbe Stunde rum. Das heißt, das Huhn und die Kartoffeln sind auch schon fertig. Dann kann es so auf den Tisch gestellt werden und dann wird gegessen.